Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Omega Rubin. Erstmal ein Geschenk auspacken und dann geht's auch weiter. Hab hier immer noch meinen Alien-Fühler auf dem Kopf und ja, aber... Oh doch, wir haben hier was irgendwo. Da nicht. Da vielleicht. Na, ist immer noch blau. Willst du nicht kämpfen? Hallo? Boah, die moderne Wissenschaft kennt keine Grenzen. Nehmen wir nun mal diese Vulkanasche als Beispiel. Aus ihr kann man Glas machen. Wahnsinn, oder? Ja, total. So. Na, dachte ich es mir doch. Und ich werde jetzt nochmal schön ins Häuschen gehen da oben. Das ist, glaube ich, der, wo ich sowieso die Vulkanasche-Tasche bekomme oder was auch immer. Top. Ah, man muss rüberlaufen, damit man... Da habe ich ja ein paar einfach... vergessen, sondern einfach... Bin ich einfach vorbeigelaufen. Gut, das muss ich mir dann nochmal nachholen. Hallo, erstmal rede ich mit dir. Es macht irre Spaß, im Rhythmus mit dem Husten und Keuchen von meinem Papa in meine gläserne Flöte zu tröten. Hust, Keuch, lol. Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Hust, Keuch. Ich habe ein besonderes Talent. Ich mache aus Asche und Glas, ich mache das jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Ich mache aus Glas, aus Asche Glas und stelle daraus Items her. Hier, das ist für dich. Aschetasche, genau, die habe ich gemeint. Die kennt man ja noch aus normalen Saphir und so. Läufst du mit dieser Aschetasche durch die Asche, fühlt sie sich automatisch damit. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir. Mache ich doch. Nur wird mir nie angezeigt, wie viel ich habe. Normalerweise konnte man ja abzählen, wie viel man hat, wenn man einfach über die Dinge läuft. Hat man vorher abgezählt, wie viele Reihen ein so ein Ding hat und dann hat man das immer resettet. Da hat man immer im Kopf gehabt, wie viel man hatte, aber jetzt wird es ja nicht angezeigt, weil die Aschegräser werden ja nicht mehr grün. Oh, okay. Danke, dass du mich gefunden hast, aber jetzt müssen wir kämpfen. Aha, also auch Trainer sind unter die ganzen Aschehaufen hier. Ninja-Junge Arndt. Arndt. Doch ein sehr komischer, exotischer Name. Gut, dann schauen wir mal. Flügelschlag. So. Oh, das hat nicht ganz gereicht für 30, aber das dürfte jetzt auf jeden Fall dann für 30 reichen. So, Flügelschlag. Das war's, würde ich sagen. Und ich bin Level 30. Also nicht ich, Celodon, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Ziege erreicht auch Level 26, obwohl es überhaupt keine Level braucht. Mach Bekanntschaft mit meiner Ninjutsu-Technik. Vulkanaschenschleier. Was? Das ist schon wieder alles vorbei? Jojo, alles vorbei. So, dann gehen wir hier mal lang. Hallo? Ah. Hypertrank. Davon haben wir noch, glaube ich, keinen. So. Ja, ja, wieder ein Skagabo, wollte ich sagen. Totaler Schwachsinn. Skagabo natürlich. So, Route 113, da aus dem Laubwechselfeld. Das wäre ja doch schon fast da. Kann man hier mal was anpflanzen? Kann man hier vielleicht Bären irgendwann anpflanzen? Oh, Kamera wird rangezoomt. Wieso das? Weil wir in der Stadt sind. Supi. So, dann gehen wir mal gleich hier Pokémon Center und reden mit alle. Auf den Feldern von Laubwechselfeld haben wir widerstandsfähige Bäume gepflanzt, die auch in Vulkanasche gedeihen. Supi. Aha, so erscheinen also mehr wilde Pokémon. Da brauche ich das hier ja gar nicht mehr. Wieso probierst du das nicht einmal aus? Ja. Honig. Supi. Habe ich Honig bekommen. Das trinke ich auch die ganze Zeit, gerade mit Tee, weil meine Stimme ja ein bisschen versagt in letzter Zeit. Ich frage mich, wie Pokémon wohl vor langer, langer Zeit ausgesehen haben. Vielleicht kann mir der Fossilien Maniac am Ortsrand weiterhelfen. So, was bist du hier? Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Jockey? Ich sehe an, dass du ein Trainer bist. Das heißt also, dass du auf das von mir entwickelte Pokémon-Lagerungssystem zugreifen willst. Woher ich das weiß? Ich bin vor dem PC und du hast mich angesprochen, weil du ihn benutzen willst. Das ist nicht gerade höhere Mathematik. Nee, ich habe dich nicht angesprochen, weil ich den PC benutzen will. Ich habe dich angesprochen, weil ich jeden anspreche. Ha, jetzt hast du es. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lanette. Es freut mich sehr, einen Trainer zu treffen, der das Pokémon-Lagerungssystem benutzt.
Wenn du magst, besuch mich doch mal. Mein Haus befindet sich auf Route 114. Ja. Okay. So, erstmal Pokémon heilen. Und dann gehen wir mal in den Markt rein. Da sind ja manchmal auch so ein paar interessante Leute, die mir vielleicht mal etwas geben. So wie der nette Herr da in links, da der Pokémaniac, der mir Honig gegeben hat. Honig ist toll. Honig ist lecker. Schon wieder die Maike. Oh je, was für eine Katastrophe. Doki, du musst mit mir kommen. Ich will zum Markt. Falsche Richtung. Hör mir gut zu. Es geht um Professor Cosmo. Er wurde entführt von irgendeinem seltsamen Team. Diese Schurken haben sich Team Magma genannt. Offenbar hacken sie irgendwas aus, das mit dem Meteoriten zu tun hat, den Professor Cosmo erforscht. Er war so froh, jemanden gefunden zu haben, der sich für seine Forschungsarbeit interessiert, dass er ihnen einfach blind gefolgt ist. Bitte, Doc, ich brauche deine Hilfe. Diese Schufte wollen Professor Cosmos Forschungsarbeit bestimmt für irgendwelche Schandtatenzwecke entfremden. Wir müssen etwas gegen sie unternehmen. Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann bei den Meteorfällen. Ich zähle auf deine Hilfe, Doggy. Ja, ja. Irgendwie zählen sie immer alle auf meine Hilfe. Kann ich da hoch? Ich kann hier hoch, geil. Kann ich da durchgucken? Das ist ein hochmodernes Teleskop. Es scheint auf einen bestimmten Punkt im Weltall ausgerichtet zu sein. Ja, dann zeig her. Ich will das sehen. Also Game Freak, das hättet ihr wenigstens machen können, dass man, ne, so ein schönes Bildchen im Weltall sehen könnt. Kann. Hätte mich jetzt echt gefreut. So, gehen wir mal in den Markt rein, wie es ja eigentlich ursprünglich geplant war. Hallo. Ich habe lange überlegt, ob ich mein Eneko entwickeln soll oder nicht. Ich müsste nur diesen Mondstein einsetzen, aber das ist eine schwere Entscheidung. Würde es sich entwickeln, wäre es viel stärker. Aber es würde auch anders aussehen. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe hier ein Nugget gefunden. Das werde ich wohl verkaufen. Wir fallen zwar auf Anhieb auch jede Menge andere nette Verwendungsmöglichkeiten dafür ein, aber seien wir doch mal ehrlich. Geld regiert die Welt, habe ich recht? Andere Möglichkeiten für ein Nugget? Ich habe noch nie andere Möglichkeiten für ein Nugget gefunden, außer es zu verkaufen. Jetzt bin ich gespannt, warum er meint, dass man... Ja, nee, keine Ahnung. Werde ich nicht schlau draus. Hier ist auch eine Wettbewerbshalle. Was ist nur im Labor los? Ich habe zwielichtige Gestalten bei Professor Cosmo ein- und ausgehen sehen. Ja, keine Ahnung. Wobei, ich habe schon Ahnung. Wir haben es ja gerade erfahren. Aber ich habe keinen Bock darauf, näher einzugehen. Hm, sag bloß, interessiert sich für diese Maschine hier neben mir. Ja. Deckobjekt Bärenmixer. Läuft bei mir. Ich stelle liebend gerne Pokeregel her, musst du wissen. Früher hat es 4 Leute gebraucht, mit dieser Maschine eine Pokeregel zu machen. Und jetzt nicht mehr, oder was? Das ist ein Gerät mit einem Geschwindigkeitsmesser und einer digitalen Zahlenanzeige. Ja. Und nun? Ja. Und ja, gut, dann halt nicht. Der Auftritt eben von Xenia und Xeblu war einfach großartig. Das war wirklich beeindruckend, oder? So ist nennt man ein Live-Kunststück. Die Pokémon rücken sich ins beste Licht und bringen dabei die Stimmung in der Halle zum Überkochen. Bis das Ganze schließlich mit einer besonders ausdrucksstarken Attacke seinen Höhepunkt erreicht. Das war wirklich grandios, einfach nur grandios. Ich werde das bald auch mal ausprobieren. Ja, viel Spaß dabei. Hm, gestern sind alle noch total hin und weg vor Begeisterung gewesen, aber heute waren meine Pokémon irgendwie nicht so richtig auf der Höhe. Wenn man einen höheren Rang erreicht hat, wird man wohl auch strenger bewertet, was? Logisch, oder? Ich würde sagen, logisch. Meine Freundin und ich haben beim Wettbewerb zusammen unser Bestes gegeben. Ich glaube sogar, dass ich jetzt mehr Fans habe als vorher. Das ist doch cool. Es gibt 4 Pokémon-Wettbewerbshallen in Höhen und in jeder kann man Pokémon-Wettbewerb teilnehmen. Normalerweise gehe ich dafür ja nach Sigrasulp, aber heute wollte ich mal ein wenig Abwechslung reinbringen. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Unterschied ist zwischen den ganzen Hallen, aber läuft. So, die will mir nur irgendwelche Cosplays wieder antreten. Kein Bock gerade, mein Pikachu wieder rauszuholen. Also, haben wir hier auch... Ach nee, warte. Wir müssen ja noch nach oben. Oben sind ja meistens auch welche. Und nee, diesmal sind wir umsonst hochgegangen. Normalerweise, ja. Weißt du ja, ne? Ist da ja einer. Aber diesmal nicht, deswegen... Hm, Meryl wäre doch auch was. Wollen wir Meryl holen? Also wir brauchen ja noch ein Wasser-Pokémon. Schau mal, guck doch mal. Das ist mein süßes Meryl. Es ist glatt, weich und so putzig. Wenn du auch ein Meryl bei dir hast, solltest du erst streicheln, knuddeln und drücken, so oft du magst. So oft ich mag, ja. Am besten gar nicht. Haus des Attackenmanias. Hier können Pokémon Attacken lernen. Ja, gehen wir mal rein, ne? Schauen wir mal, was für Attacken. Jo, was geht? Mich nennen alle den Attackenmaniac. Ich kenne alle Attacken, die Pokémon durch Levelaufstieg erlernen können. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern.
Im Gegenzug möchte ich nichts weiter als eine Herdschuppe. Zurzeit bin ich nämlich ein leidenschaftlicher Herdschuppensammler. Oh, was für eine wunderschöne Herdschuppe. Eine seltene Pokémon soll sich also wieder an eine Attacke ändern? Nein. Komm mit einer Herdschuppe wieder, wenn ich eine Pokémon bei einer alten Attacke auf die Sprünge helfen soll. Okay. So, warte mal, ich muss mal eben hier mal Geschenke auspacken. Pinkes Eierkissen, Poffel. Naja, die Poffel sind nicht so interessant. Mich interessiert eher die ganzen Deko-Sachen. So, irgendwas noch nicht hier erkundet und so. Die Stadt ist recht klein, also ging das relativ flott hier. So, ich habe gerade mal der Eske angerotzt. Nicht so schön. So, hier ist der Fossilen-Maniac. Alte, seltene Fossilien gehören mir. Warte mal, alten oder allen? Alle alte oder was? Allen seltenen Fossilien gehören mir. Ah, so rum, genau. Ich habe es gerade vorgelesen und trotzdem habe ich vergessen, was ich da gerade vorgelesen habe. Auch nicht schlecht. Mein großer Bruder ist ein Fossilien-Maniac. Er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch zu schaufeln. Den Weg zu dieser Höhle hat er ganz allein freigeschaufelt. Hier, das kannst du haben. Damit kannst du schaufeln wie mein Bruder. Schaufle, oh yeah. Wenn du ein Pokémon in einer Höhle Schaufle einsetzen lässt, kommst du zum Eingang zurück. Ja, brauche ich jetzt zwar nicht, aber läuft. So, kriege ich von dir jetzt ein Fossil. Dein weißes Pokémon erinnert mich an den Sohn des Präsidenten der Demon Corporation. Ich habe mal irgendwo gehört, dass er 3 Meere überquert haben soll, um in Kalos nach einem Pokémon wie diesem und irgendeinem Stein zu suchen. Er nennt sich selbst ein reisender Steinsammler. Wenn diese Geschichte stimmt, passt der Name wie die Faust aufs Auge. Ja, ich will aber irgendwie gerade ein Fossil haben. Ja, und du laberst mich jetzt über Troy voll. Also, pff, was soll das? Das finde ich jetzt nicht okay. Na gut. Hallo, kriege ich jetzt Brüller von dir? Mein Pokémon setzt am laufenden Band Brüller ein, deswegen laufen alle vor uns weg. So, ich bitte dich, nimm bitte diese TM ab. Ja, daran erinnere ich mich noch, von Saphir und Rubin und so. Und, nee, kann man nicht lang, schade. Aber hier kann man lang. Da oben ist sicher irgendwas. Aber da kommen wir ja noch nicht hin. Haben wir noch keinen Surfer und schon gar nicht Kaskade. Hallo Angler. Was haben wir jetzt vorne? Immer noch Schwalbini. Ja, dann würde ich sagen, trainieren wir Schwalbini mal ein bisschen weiter, ne? Im Angeln hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Lass mal deine Pokémon sehen. Aber gerne doch. Irgendwann muss ich ja besser sein. Krebskorb. Oh, Krebskorb wäre doch auch eine geile Wahl. Das werde ich mal gleich suchen. Also im Pokédex gucken, wo ich das fangen kann. Also Krebskorb wäre doch eine richtig geile Wahl. Wobei halt ein spezielles Pokémon auch noch klasse wäre. Warte mal, ich habe jetzt physisch. Ich habe 3 physische Pokémon und nur ein spezielles. Was ich auch mehr oder weniger schon physisch spiele. Also irgendwie muss ich... Ach, ist auch egal. Story-mäßig ist das scheißegal, was ich da habe. Oh, das hat überlebt. Weilmeer wäre aber auch cool. Dann habe ich nachher so ein schönes, fettes Weilord im Team. Na mal schauen. Ich habe ja gesagt, was als erstes hier so mir im Weg kommt und so. Also nicht sowas wie Kabador oder sowas. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ein Kräftemessen im Angeln hätte ich gewonnen. In Angeln... Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich liebe das Angeln, aber ich habe auch eine große Schwäche für Kämpfe. Ich nehme jede Herausforderung an, auch wenn ich gerade beim Angeln bin. Er setzt sich also Prinzipien, immerhin. Garados. Ja, nö. Also ich habe... Ja, wobei, die letzten LPs habe ich ja kaum Garados gespielt. Ich wollte sagen, sonst nehme ich immer irgendwie Garados rein, aber das stimmt ja gar nicht. In meinen Let's Plays habe ich bisher kein einziges Mal Garados gespielt. Ach du Scheiße, Alter, wie viel... Na gut, er hat mir auch Betrauerring. Alter, Drachenwut, willst du mich verarschen? Gut, jetzt muss Metang auf jeden Fall raus. Bling, bling! Selbst hier macht das so viel Schaden, hau mal rein, Junge! Das war Kacke, was ich gerade gemacht habe, weil das ist nicht sehr effektiv. Was mache ich?
Hier, Patronenhieb. Hätte ja klappen können. Fuchtel, ja? Oh, dann hol ich mal Schwalbers rein und einmal... Ruckzuck-Keeper, dann sollte das reichen. Bam, in your face. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Bad ist erreicht Level 31, yeah. Ich liebe Kämpfe, aber das heißt nicht, dass ich gut daran bin. Ja, das hast du auch gerade bewiesen. Also, dass er nicht gut daran ist. So, und dann gehen wir mal eben schnell zurück. Ups, das war falsch. Siehst du, jetzt habe ich mich schon andersrum mal gewöhnt. Gehen wir mal schnell zum Pokémon Center. So. Ich finde dieses Ranzoom immer ziemlich cool. Aber die Sprites sind richtig genial. Oh, selbst da unten sehe ich die Pokémon. Ah, cool. Wird also richtig gelistet und so. So. Los geht's. Diesmal mit Fahrrad, damit wir schneller, ein bisschen schneller vorankommen. Hätte ich eigentlich vorher auch die ganze Zeit machen können, ne? Ich trottel. So, wir müssen jetzt hier einmal so rum. Aber erstmal kriegen wir ein wildes Pokémon. Blanas. Das könnte ich eigentlich mal eben so schnell weghauen. Und zack. Und dann besuchen wir mal Lanette. Willst du kämpfen? Ne, du willst nicht kämpfen. Aber ich will hören, was du zu sagen hast. Ich sammle Beeren, damit ich beim Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Wenn du magst, gebe ich dir eine ab. Eine Nirbebeere. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. So. Lanettes Haus. Also eigentlich habe ich sie weiter tiefer in Erinnerung und nicht hier so hoch. Ist da was? Ja, da sind Beeren. Die hole ich mir gleich. Ich hätte auch oben außen rum gekonnt, oder? Hier sieht es ziemlich voll aus. Oh, Ducky. Entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich es aufzuräumen. Das ist mir echt peinlich. Erzähl das bitte niemanden. Hier, ich gebe dir auch was. Auch das dafür. Eine Samurzelpuppe. Oh, Ducky, lass mich raten. Ich wette, ich weiß, was du von mir willst. Du wünschst dir bestimmt, es gäbe einen Weg, deine PC-Boxen noch leichter zu verwalten, stimmt's? Ja. Wusste ich doch. Es muss schließlich irgendeinen Grund dafür geben, dass du mich einfach so ansprichst. Also habe ich eins und eins zusammengezählt. Aber genug davon. Einen Augenblick, bitte. So, fertig. Ab jetzt findest du die Option Pokémon bewegen, ganz oben im Menü des PCs. Wenn ich dich die Option wieder an ihre ursprünglich zurücksenden soll, lass es mich wissen. Ach, wie geil ist das denn? Nö, kannst du gleich da lassen. Läuft. So, dann gehen wir mal außen rum jetzt. Und holen uns die Bären. Wirbelbären. So, hier haben wir auch noch schön welche. Wie das danach noch schön glitzert. Und hier auch nochmal. Wir tauchen ständig wilde Pokémon auf. Aber das interessiert mich voll gar nicht. So und so. Und hier ist noch ein Doppelkampf. Wen haben wir vorne? Metan könnte ich ja mal nach vorne hauen, weil du bist ja noch nicht 30. Zedetor lasse ich nach vorne, bis es 32 ist, dann trainiere ich die anderen. Wie hat dir denn das Kämpfen beigebracht? Also gut, uns gerade danach. Was? Uns ist gerade danach. Wir werden dir beibringen, wie man richtig kämpft. Ihr wollt... Okay. Das will ich sehen. Azumere. Jetzt kommen hier schon die harten Geschütze. Aber hier kann ich Eisenschädel einsetzen, weil Hatsumeru ist ja auch gleichzeitig Typ Fee. Und normalerweise ist ja Stahl sehr effektiv auf Fee, aber da es halt noch Wassertyp ist, ist es halt nur normal. Also, Metang ist jetzt auch Level 30. Bam! Und es ist kein One-Hit. Aber es ist dafür zurückgeschreckt. Läuft bei mir.
Und würde sagen, das war's dann jetzt auch, ne? Oh, das gibt echt eine ganze Menge Erfahrung. Warum erreicht Level 31? Dein Kampfstil ist beeindruckend. Der Meinung bin ich auch. Wow. Cool. Dankeschön. Meine Begeisterung für Pokémon verdanke ich Tyra. Wer das auch immer ist, wahrscheinlich die Schwester da oder Kollegin oder was auch immer. So, hier unten geht's weiter. Das ist ein geheimer Weg, da gehe ich mal gleich lang. Wablu! Wablu habe ich auch mal in einer Story gespielt. Da habe ich auch Altaria mal als Flug-Pokémon, Altaria als Flug-Pokémon genommen. Das halt also nachher fliegen kann. Oh, bitte, kein Stress hier, ja? Ich will jetzt hier nicht ständig Sengo. Ich bin ja gespannt, ob ich in meiner Story irgendwann auch mal ein Shiny treffe. Weil es haben jetzt mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis, die Pokémon Omega oder Alpha, also Omega Rubin oder Alpha Saphir gespielt haben, haben schon Shiny gefunden. Und ja, das ist schon etwas nervig. Alter, und noch ein wildes Pokémon. Leck mich doch. Und so. Ich sollte, glaube ich, mal Schutz ein. Ich habe doch Schutz gekauft. Wieso setze ich das nicht eigentlich ein? Ich weiß es nicht. Also ich bin manchmal echt verplant. Und jetzt gehe ich hier einfach mal. Oh, komm schon. Ich setze auch diesen Kampf auf jeden Fall Super Schutz ein. Weil jetzt reicht's mir. So, jetzt fliehen hier. Und jetzt kommt der Schutz. Jetzt habt ihr es geschafft, also, ne? Super Schutz. Da, habt ihr davon. Hallöchen. Wie wär's mit einem Kampf gegen mein Pokémon? Ja, gerne doch. Stoll Junior. Oh, da habe ich jetzt nicht so gute Chancen. Ich brauche unbedingt andere Attacken auf Schwalbus. Wie nehmen wir mal Vauvi. So. Felsgrab. Ja, kann ich mit leben. Ich weiß. Und jetzt Gewissheit. Noch komm schon. Muss das sein? Jetzt aber. Bam, 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 bam. Und das reicht nicht. Wehe, Schutzschild, wehe. Du bist so ein... Stirb. Alter, hätte der Doppelprotect jetzt, ne? Dieser scheiß Doppelprotect gewirkt eben. Dann hätte ich, glaube ich, jetzt ausgemacht. Nein, hätte ich natürlich nicht. Aber, Leute. Mein Name ist Pokémon. Ja, selber schuld. Wegen Ausmachen. Tut mir leid, Leute. Aber das Problem ist jetzt, dass die Folge zu Ende ist. Hey, Ida, wo wollt ihr mit Pokémon Cosmo? Professor Cosmo hin? War stehen geblieben. Interessant, das ist neu. Und was, ne? Was passiert und wie es mit Professor Cosmo weitergeht, das werdet ihr natürlich erst in der nächsten Folge erfahren. Und ich würde sagen, ich schalte einfach mal wieder ein, ne? Bis dahin, tschüss.